Der Bettelstudentenoperette von Karl Milöcker kommt bei der Operettenbühne Vaduz ab dem 25. Januar bis zum 17. Februar zur Aufführung. Die Operette spielt vor mehr als 300 Jahren in Krakau, damals in Polen von den Sachsen beherrscht gewesen. Und der Gouverneur, der Oberst Ohledorf, hat die polnische Comtesse Laura quasi auf die Schulter geküsst, sagt er. Und sie hat im Wusterfächer einen Kopf geschlagen. Und so rächt sich dann der Oberst im Männerstolz verletzt, indem er zwei polnische Gefangene aus dem Kerker rausholt und sie als Fürsten Sekretär abpreist und hofft, die Laura bis ja. Der Christian Büchel spielt der Oberst. Ja, es ist natürlich brandaktuell, weil in allen Medien hat man das Gefühl, jeder Tag geht es nur darum, dass irgendwelche Männer gemeint haben, sie können jetzt die Frauen einfach nur so als Ware sich sozusagen aneignen oder quasi einkaufen gehen. Und das geht natürlich nicht in der heutigen Zeit. Aber dass es damals schon das Problem gehabt, dass einer halt einfach eine Frau auf die Schulter geküsst hat und sie dann das gleich so schlimm empfindet, ist natürlich für die Männer auch gar nicht nachvollziehbar. Und das 1703 in Krakau, also mehr als 300 Jahre her. Ja, ja, aber es ist tatsächlich ein bisschen verschieden. Die Männer haben das Gefühl, sie machen jetzt da kleine Komplimente und manche Frauen sind dann aber so empfindlich. Also als Ollendorf kann ich die so gerne nicht verstehen, dass es dir so ein Theater macht, nur weil sie sich auf die Schulter geküsst hat. Dass es die Regisseurin aber mich natürlich ein bisschen grober darstellt, ist natürlich ein bisschen hart, weil die Frau dann tatsächlich nicht nur die Schulter, sondern auch andere Körperteile von mir sozusagen etwas ungeziemt berühren darf. Behandelt. Ja. Also, richtig so eine spezielle Anpassung in die Neuzeit. He? Ja, ja, aber es ist drin in dem Stück. Es ist absolut drin in dem Stück. Eine relativ schwierige Rolle, gell? Also, wie bereitest du dich einmal vor? Ja, ich lerne schon seit einem halben Jahr Text, der über eine Stunde auswendig lernen bedeutet. Und das mache ich halt dann eben mit meiner Frau, mit meiner Tochter. Jeder spielt sozusagen alle anderen Rollen und ich termine jeden Tag vom Morgen bis am Abend sind wir jetzt hier mühbar. Und dadurch, dass die Szene jetzt dazugekommen ist, ist natürlich die Vertiefung von dem Text mit der Emotion, mit der Idee von der Regisseurin, mit der Szene eine große Erleichterung, dass man das dann noch fast automatisiert hat. Und eben die Freude entsteht, dass man auf der Bühne eine Rolle spielen kann, die riesig ist, die aber gleichzeitig auch wahnsinnig viele Facetten hat. Also das ist ein armer Kerl, der hat Humor, sieht zwischendurch immer wieder Schwamm drüber. Es geht um Geld, es geht um Macht, es geht um aber auch um Augenzwinkern und Schmunzeln. Also es ist jetzt nicht so ein Monster, wie man jetzt meiner tät. Er hat auch Humor. Ich meine, der Trump hat auch Humor, aber manchmal denkt man sich, er klingt ein komischer. Siehst du, schon sind wir mitten drin, schon sind wir beim Trump. Aber ja. Eben, apropos, es ist natürlich auch schwierig. Gell? Oper, Operette ist natürlich gnadenlos. Das hast du natürlich kein Souffleur, das geht immer weiter. Da geht im Sekundenbruchteil geht das weiter. Gerade beim Singen natürlich, beim Mimen und so. Also, das ist wirklich ein ganz strenges Metier. Gell? Ja, vor allem, weil es ja in der Oper nur Gesang gibt und in dem Bereich von der Operette immer brandaktuelle, auch Couplets, kleine Sprechszenen, sehr viele Dialoge, die die Handlung nach vorne treiben. Also es gibt so viele Dinge, die ja in der Operette kombiniert werden. Auch stimmlich ist es sehr anspruchsvoll, sprechend, schreiend, winselnd, befehlerisch und dann im nächsten Moment aber schön singen und das Orchester, den Dirigenten, die Kollegen und alles einzubeziehen, ist wirklich ein Multitasking, das eigentlich nur Frauen können. Wir sind jetzt mitten in der Probe, wir hören hinterher das Singen. Sie sind jetzt natürlich wieder am Anfang. Also das heisst, in 2-3 Minuten musst du auf die Bühne, du hast Nerven wie Drahtseile. Ja? Ja, also ich bin im Moment in einem Flow, der eher ein höheres Level erreicht hat. Ja, dann okay. Ja. Dann bist du gut, Christian Büchel, das muss ich auch nicht verpassen. Danke vielmals. Das ist der
Geschwind, gell? Aber Ausbildung in Zürich, London und so weiter, das sind schon genau. Zeitgenössische Musik und natürlich, und jetzt wisst ihr es, bei der Operette zu singen? Ich singe auch viel, also ich habe auch schon viel Oper gesungen in dem Sinn. Noch nie eine Operette, ist das erste Mal. Eben. Das freut mich sehr. Also es ist sehr eine spannende Arbeit, einfach weil es auch das Szenische mit der Musik verbindet und Operette macht es noch so ein bisschen leichter in einem gewissen Sinn. Also es macht einfach Spass, ja. Ich muss sagen, du schaffst es auch, das leicht singen. Das ist ja schwierig, gell? Wenn man klassischen Gesang studiert hat und er das gleich so leicht und so locker überbringt, das ist eine Umstellung, oder? Ich finde, der Text ist halt immer, also ich finde auch bei der Oper ist der Text auch sehr im Vordergrund. Mhm. Der Text soll nie darunter leiden, ist meine Meinung. Es ist ja auch ein ganz brisantes Thema. Ich habe es nur auf die Schultern geküsst, gell, und so. Genau, ist das auch noch etwas, so eine Rolle spielt? Hat sich so etwas beschäftigt, das so im Hintergrund, ja, in der Vorbereitung? Ja, natürlich, natürlich. Das ist, ich finde, die Laura, also meine Rolle, das ist eine sehr eindrückliche Rolle in dem Sinn, weil in dieser Zeit hat sie den Ohlendorf mit dem Fächer geschlagen. Und weil er sie, vor mehr als 300 Jahren. So ist es, weil er sie angelangt hat und geküsst hat, obwohl sie das nicht will. Und das haben sich viele in dieser Zeit, ist das natürlich ein No-Go gewesen in dem Sinn. Also man hat das, ist nicht erlaubt gewesen, dass man sich wehrt als Frau, oder? Und darum macht sie einen extremen Wandel durch. Sie wehrt sich als erstes und nachher, obwohl sie ist sehr durch ihre Mutter geformt in dem Sinn. Sie hat, ist Reichtum wichtig und gute Kleider, gutes Essen. Obwohl wir kein Geld haben, sollen wir das zeigen, dass wir wirklich, dass uns die Richtung im Vordergrund ist. Und darum sollen wir auch nur solche Männer anschauen und so. Aber innerhalb des Stücks verändert sich meine Rolle sehr. Und du schaffst das immer, gell? Du springst im Grunde nicht von einer Rolle zur anderen. La Traviata, in der Kirchenchöre singst du mit, du spielst auch noch Geige und so weiter, jetzt bist du wieder da. Ja. Also wie gerät er denn das, vom einen zum anderen zu springen? Ja, ich finde, das macht es genau aus, die Abwechslung. Die Abwechslung, Vielfalt. Aber einfach ist nicht, oder? Einfach, ja, nein, es braucht halt immer Vorbereitung. Ja. Aber da muss man halt gut planen und schon im aktuellen Projekt, das andere Projekt vorbereiten und so. Und das bist du so cool oder wirkst du nur so cool, dass du nicht nervös bist und so? Das wirke ich, glaube ich, nur. Also? Nein, aber ich mache auch viel mentale Arbeit und das gehört einfach auch zum Beruf dazu, finde ich. Also auf der Bühne, wie jeder Sportler, braucht das auch, mentale Arbeit, Vorbereitung. Und was du siehst, es ist auch streng, gell? Es ist relativ streng, ist, oder? Körperlich. Und auch von der Stimme her natürlich, oder? Also, ja, das ist ein sehr, sehr, sehr hohe Töne, was genau, natürlich eben, oder auf einen Punkt kommen müssen. Also ist genau, es braucht halt Ausdauer, aber das entsteht auch durch Vorbereitung. Also durch die ganze Probearbeit. Ich freue mich enorm, ja, sehr. Bye.
wenn ich so schön singe, das muss ich euch in euren Gesichtern auch sehen, oder? Das war wirklich gut. Ja, Frau Keller, Probe mitten im Stress, mitten im Dreif, woher nehmen Sie die Energie? Ja, also alle auf der Bühne geben mir die Energie. Ich meine, es ist Nähen und Gehen und ja, das ist Euphorie pur. Es ist ja ein bisschen auch ein bisschen brisant, politisch brisant, MeToo, gell? Spielt sich ein bisschen rein, wo ja. Es 300 Jahre alt ist. Der Christian Büchler hat gesagt, Sie hätten ihn ein bisschen gröber dargestellt. Was darf ich darunter verstehen? Ja, also, ach, ich habe sie ja nur auf die Schulter geküsst, das schöne Lied. Ja. Da werden Sie bei uns natürlich bei der Ouvertüre schon sehen, was da wirklich passiert. Aha, und ja. Da lassen wir uns drüber raschen. Ja, genau. Sie überlassen gar nichts dem Zufall. Sie sagen, die müssen hierher, das muss hierher sein. Acht auf Kleinigkeiten. Wenn etwas wirklich schön ist, müssen Sie da lachen, müssen mitgehen. Also niemand ist da irgendwie passiv, wenn er auf der Bühne steht. Nein, sonst wird es langweilig. Ich meine, es muss immer der Fokus vorne beim Singen sein. Und ich meine, der Chor, der gibt ja den Fokus. Und je konzentrierter und je gespannter die sind auf der Bühne, desto lebendiger wird es natürlich. Sie sind ein Omum. Liechtenstein hat wirklich lang gebraucht. 85 Frauenstimmrechte, eine sehr schmale Frau bei der Operette als Regisseurin. Was denken Sie, warum geht das so lang? Ja, da kenne ich Liechtensteiner zu wenig. Also im Appenzell ist es ja auch lang gegangen mit dem Frauenstimmrecht. Ja, ich freue mich natürlich, dass ich dann gerade so ein brisantes Thema bekomme, wo mich wirklich packt. Ich meine, das ist ja doch erstaunlich, dass sexuelle Belästigung 1704 als Operettenstoff, oder? Unglaublich, und dann, und dann noch das emanzipatorische Motiv der Frau, die sich wehrt, das muss ich mal vorstellen, 1704 wehrt sich eine Frau, oder? Ja. Ich meine, heute ist ja da gang und gäbe. Ich meine, die Laura spricht mir ja aus dem Herzen, ich hätte es genauso gehandelt wie sie, oder? Ich auch, obwohl ich Mann bin. Ihnen macht es Freude, he? Ja, sehr. Und das spürt man. Pause ist vorbei und schon ist wieder auf Drive. Aber immer konstruktiv, wohlwollend, sehr aufmerksam. Nichts wird dem Zufall überlassen. Übrigens vom gesamten Team, das jetzt noch da vorne steht und dann bei der Premiere ja muss abgehen. Die Regisseurin, die Assistentin, Choreografin und der musikalische Leiter natürlich, der William Maxfield. Immer wenn wir nach vorne bewegen, schauen kurz auf den Dirigent wieder zu schauen, dass der Tempo wirklich so ist. Man muss nicht stoppen und schauen, aber bei gehen. Immer vorbeikommen. Ich habe ein Glas Kaffee. Ich habe ein Glas Kaffee. Vorbeikommen schnell. Dann wieder. Die gute Hauptgäste. Die Besetzung dieser Operette ist sehr groß. Wir haben vier Gruppen von drei Sängern und dann die kleinen Rollen sogar. Ein großer Chor und selbstverständlich Orchester kommt dazu. Und ab und zu haben wir vier, fünf verschiedene Gruppen, die gleichzeitig spielen. Es ist sehr anspruchsvoll, aber trotzdem sehr schön. Das fällt dir bei den Proben auf, gell? Also, du musst Blick überall halten, musst überall hören, schauen. Aber hast immer gute Laune, das ist bei dir hervorragend. Du bist irgendwie, hast Nerven wie Drahtseile. Ja, bei dieser Musik und dieser Arbeit kann man nur dankbar und fröhlich sein. Thank you.
Wie ist es für dich, den Bettelstudenten, die Schwester von der Laura zu spielen? Ja, also ich muss sagen, jetzt bin ich das erste Mal als Vaduz dabei. Sonst habe ich hauptsächlich bei der Oper mitgespielt. Also es ist sehr interessant, das ganze Werk mal ein bisschen zu erarbeiten. Es ist eine sehr gute Crew, die wir hier nebeneinander oder beieinander haben. Wir passen alle wirklich sehr gut zusammen und ich muss sagen, es ist für mich eigentlich eine Freude, um da mitzumachen. Die Freude spürt man auch bei der Probenarbeit. Das Engagement springt förmlich in die Kamera ein. Allerdings zu das, was auch und so offensichtlich wahrnimmt. Es gibt aber viel im Hintergrund, was passiert. Der Clemens Laternzer ist Präsident vom Vorstand, quasi der Produzent. Clemens Laternzer, Operettenbühne Vaduz. Mit dem Zigeunerbaron hat man glaub, die 50. Oper-Operette aufgeführt. Mein Verleid ist ja nicht wirklich eine Operette, aber glaub, die 50. Aufführung. Und das sind 75 Jahre gewesen. Jetzt sind wir also im 79. Jahr. Also, das hat grosse Tradition. Weißt du noch, wie es dazu gekommen ist? Ja, das ist eine lange Geschichte. Ich glaube, ich würde mich gerne nicht langweilen mit der ganzen Vorgeschichte. Aber es ist effektiv so, dass vor fast 80 Jahren jetzt der Männergesangsverein Vaduz angefangen hat, Operetten aufführen zu Vaduz, als erste Bühne im Liechtenstein. Später ist dann die Operettenbühne Balzer so dazugekommen. Und lange hat man jährlich zwei Operetten sogar aufgeführt bei uns im Land. Das hat man dann gemerkt, es wird zu viel. Es wird zu viel für die Chorleute, es wird zu viel auch für die Operettenbühnen selber. Und in den 70er Jahren hat man dann angefangen, alternierend jedes Jahr einmal Balzer und einmal Vaduz die Operetten aufzuführen. Und es sind mittlerweile eine 80-jährige Tradition. Man kann sagen, Liechtenstein ist ein echter Operettenstaat. Das kann man sagen, gell? Kann man sagen. Weißt du, jetzt 85 haben das Frauenstimmrecht angenommen und jetzt so eine Operette à la Me Too, gell? Also ist das bewusst ausgewählt worden und dann noch die erste Regisseurin? Also hat das irgendeinen Zusammenhang? Nein, also es wäre zu viel gesehen. Wir haben uns vor Me Too eigentlich schon für einen Bettelstudent entschieden. Wir haben uns auch schon vor MeToo für Astrid Keller als Regisseurin entschieden. Im Wissen aber, dass sie als Frau wahrscheinlich einen anderen Blick auf den Stoff hat und auch als Schauspielerin. Sie kommt ja ursprünglich vom Theater. Und wir wissen, dass sie natürlich sehr viel mehr Augenmerk dann auch aufs Stück selber legen wird. Und das Stück selbst ist eben auch sehr, sehr interessant und tiefgründig beim Bettelstudent. Hat es Diskussionen im Vorstand, jetzt erstmals eine Frau? Also weißt, ich kann mich erinnern, Frauenstimmrecht, habe ich für ADDRS berichtet, bin ich noch mit der, ich sage jetzt den Namen nicht, aus der Beiz rausgeschossen worden, wie es geheißen hat, also über das diskutieren wir da drinnen nicht. Also hat es Diskussionen gegeben? Gerne nicht. Also Frau und Mann ist eigentlich in dem Sinn nicht erheblich gewesen. Wir haben einfach geschaut, dass wir einen sehr guten Ersatz finden für unseren damals angestammten Regisseur, der Leopold Huber. Und haben der Ersatz natürlich mehr, als wir noch gefunden in der Astrid Keller. Und wir sind nicht so in der Probenarbeit, es läuft sehr gut. Und sie bringt eben der ein bisschen anderen Blick auch in die Probenarbeit ein. Und es ist unglaublich die Leistung, also von der Operettenbühne Vaduz, natürlich auch von der Balzen, die eben alternieren stattfindet, die machen es jetzt mal zwei Jahre, aber du bist es eigentlich Treuhänder und das machst du dann alles noch so ein bisschen nebenbei, ein riesen Job eigentlich, oder? Ja, mittlerweile mache ich fast nur eine Operette, muss ich sagen, aber es ist sehr viel Arbeit. Ja. Ich würde sagen, alles in allem wahrscheinlich im Moment schon fast ein 30-40% Job, macht aber sehr viel Freude, denn, wenn man sieht, was das Resultat ist. Und das ist, fängt jetzt bei den Proben natürlich an. Man sieht, das Ganze kommt zu einem grossen Ganzen zusammen. Und wir hoffen, dass wir an der Premiere dann, wie in den Vorjahren auch, eine sehr tolle Produktion auf die Bühne bringen können. Und sie ist auch ein riesiger Magnet. Also können Leute von weit her sehen, im Chor singen auch Leute, die nicht hier daheim sind. Also auch Werdenberger singen. Das am 29. glaube ich, Januar, gell? Ist die 25. Januar. Und dann geht es am Ratzfatz, gell? Das ist dann schon ziemlich schnell mal wieder fertig im Februar, ne? Ja, es geht neue Aufführungen lang. Es sind vier Wochenenden. Einfach drum. Nachher ist Fasnacht. Also wir müssen den Saal wieder rum. Ist aber nicht der einzige Grund. Es ist ja so, dass natürlich der Chor, der aus der ganzen Region kommt, also wir haben Leute, die aus dem Bündnerland herfahren, wir haben Leute, die aus dem St. Galler Rheintal und aus dem Vorarlberg kommen, natürlich Liechtenstein. Und für die ist das eine zusätzliche Aufwendung natürlich, jede Aufführung sehr früh da zu sein, sich schminken zu lassen, kostümieren und dann oder der Abend dann auf der Bühne zu verbringen.
Das zeigen wir uns alles nicht mehr. Wir sind ganz bewusst bei der Probe da. Es sieht nachher natürlich noch ganz anders aus. Es ist natürlich dann ausgereift, natürlich im darstellerischen, musikalischen Bereich mit unglaublich viel Kostüm und so. Etwa 5000 Leute, gell, bei allen Vorführungen. Also kann man sagen, fast ganz verdutzt, wenn man so wie gesehen, ist dann eigentlich hier bei der Operette. Ganz verdutzt, oder? Wir sagen es eher als eine erfolgreiche grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Also eben die Leute kann aus der Grenze und aus der ganzen Region. Das Publikum kommt aus der ganzen Region. Und es sind rund 5 bis 5.500 Zuschauerinnen und Zuschauer, die uns alle 2 Jahre besuchen. Das ist natürlich ein toller Erfolg. Vor allem auch, weil wir hier ein regionales Publikum haben. Also Liechtenstein ist ein bisschen, mindestens jetzt im Januar und Februar, der Operettenmagnet von der Region. Für alle.